Hallihallo, Hallöchen, mit recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Train Sim World 2. Wir befinden uns heute mal wieder nochmal auf der Strecke Augsburg-München und fahren genau eben diese Relation von Augsburg nach München und das Ganze mit einem Regionalexpressdienst, mit ein paar Doppelstockwagen an einem, ja, ich sag mal, langsam aufgehenden, allerdings leicht herbstlichen Tag. Wir sehen das Ende des Zuges erst sehr spärlich. Schon gemerkt, wir haben, glaube ich, einen Gespann aus 6 Doppelstockwagen. Die sind uns auch schon ein paar Mal entgegengekommen. Da habe ich mich gewundert. Jo, das ist recht lang. Und ja, den kann man tatsächlich auch fahren. Ne? Mit einer Baureihe 146. Oh, die Tür sollte hier aber nicht offen sein. Naja, gut, das wird schon stimmen. Wir rüsten erstmal auf. Wir nehmen heute im Steuerwagen Platz. Und ja, machen dafür einmal hier, würde ich sagen, den Richtungswender nach vorne. Den Bremsschlüssel an. Dann entriegeln wir links auch mal ganz generell. PZB, LZB, Beleuchtung. Hell hätte ich gesagt. Dann haben wir noch so tolle Sachen wie Wagenbeleuchtung. Sandstreuer, Bremse lösen, nicht Spitzsignale haben wir. Fahrend. Führerschein und Fahrplanlicht. Nee, das ist zu hell. Da braucht kein Mensch. Hier brauchen wir hier auch nicht viel. Was wir noch machen müssen, ist schildern. Ich habe mich lange geguckt. Ich finde leider kein passendes Ziel. Also wenn wir die S2-Ziele, Leipzig, die Richtung, Halle, Dessau, Delitzsch, Bitterfeld, Hagen, Siegen, die Richtung, Finnentrop, Würzburg, ist halt zumindest mal ein EB nach Schweinfurt Hauptbahnhof, man kennt's. RB nach Heigenbrücken, Lohr, Gmünden, Frankfurt, Bamberg, Aschaffenburg. Er passt halt absolut gar nichts davon. Ich hätte einfach mal Finntrop, Würzburg. Ja, die ist ein bisschen arg weiter nördlich. Aber gut. Wir können mal ganz kurz durch den Zug laufen. Wir haben schon aufgemacht. Also die Doppelstockwagen kennt ihr ja schon. Genau, und im Fahrplanmodus kann man dann jetzt eben hier auch entsprechend RE-Dienste fahren. Ja gut, aber ich würde sagen, wir können uns die Wagenkomposition in der Kamera anschauen, weil ich glaube, es ist, dass wir ein bisschen später dran sind. So, gehen wir mal ganz kurz so und beeilen uns mal ein bisschen hier. Ja, die Tür, das ist die Betriebstür gewesen da zum Einsteigen. So, wir haben jetzt hier Steuerwagen, dann zweite Klasse Mittelwagen und zwei gemischt klassische Mittelwagen. Ansonsten stehen wir hier auch dran tatsächlich. Wir sind RE 57099 mit Abfahrt um 8 Uhr nach München Hauptbahnhof. So, ich habe mal geschaut. Je nach Zugnummer kommt der teilweise auch aus Ulm, der RE. Also ich habe mir mal angeschaut, weil man kann bisher tatsächlich nur in Richtung München fahren. In die andere Richtung gibt es leider noch nichts. Außer, glaube ich, ein RB. Ein einziger RB fährt, glaube ich, die Gegenrichtung. Ja, gut, ist halt so, ne? Ich vermute mal, das wird auch noch gefixt. So, wir haben das hier und ich würde sagen, da können wir doch einfach mal. Tatsache, wir können losrollen. Gut, da können wir vielleicht ein bisschen Fenster aufmachen. Hier ein bisschen frische Luft heute Morgen. So, und dann alle zugestiegenen Fahrgäste, seien recht herzlich willkommen hier im Zug der DB Regio auf unserer heutigen Fahrt nach München Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster hat Minuten Augsburg, Hauen, Ständestraße. Ja, blibla. Also, so, wir können da mal gucken. Vielleicht die Ausfahrt hier so ein bisschen filmen. Also hat eine beeindruckende Länge und eine beeindruckende Kapazität, unser Zug für heute. Und genau, ich bin aber gespannt, über welche Gleise wir geleitet werden. Ich habe mir gedacht, so, guck mal, hier schön gehen morgen in dem, das hat schon was hier, die schöne Ansicht hier einmal. Sieht hier in die Richtung aus auch ganz schnieke tatsächlich, aber wir fahren hier einmal schön der frühmorgendlichen Sonne einmal entgegen. Ach, das ist doch schön, ne? Das können wir mal machen. Es gab aber noch ein Update für die Preserved Collection. Ich weiß gar nicht, wie das Video dann davor oder danach aufnehme, / veröffentliche. Das müssen wir noch rausfinden. So, werte Fahrgäste, wir erreichen Augsburg, Haune, Städterstraße. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links.
ja Bescheid wissen. Es ist toll, dass man hört halt absolut nichts von der Lok. Die ist halt so weit hinten. Das ist halt schon krass. So. Das hat schon was hier mit der aufgehenden Sonne. Ich meine, so ein bisschen spät. Ich habe zwischendrin leider keinen RE-Dienst gefunden. Also das ist irgendwie zwischen, es ist noch komplett Nacht und ja, ist halt so, das war ganz schön weit vorne. Naja, war halt so ein bisschen ein Kompromiss. Ich wäre gerne zumindest ein halbes Stündchen früher gefahren, laut DB-App. Ich habe mich aber ein bisschen über den Fahrplan informiert. Fährt da auch tatsächlich was. Aber irgendwie gibt es hier dafür keine Fahrpläne. So, das sollte ja passen mit der ersten Tür. Oh, der Ausstieg fährt Richtung links. So, ich muss mal ein bisschen Zeit ziehen. Was haben wir? Einmal ein bisschen Zeit hier. Der steht ein Ticken länger. Ja, guck mal, da kann man einwandfrei aussteigen. Er sagt mal einer was gegen meine Haltekünste hier. So. Ja, nach Würzburg fahren wir nicht. Aber irgendwas, ich kann ja nicht einsteigen schildern. Wir haben leider im Vergleich zum Train Simulator, da gibt es ja häufig, kann ich mich da auch hinsetzen. Geil. Oh, da kann man mal mitfahren. Das ist ja fancy. Genau, also, was wollte ich erzählen? Was ging mir, was ich erzählen wollte? Ja. Auf jeden Fall finde ich schade, dass es sehr wenig Fahrplanfahrten für den Zug hier gibt. Aber da kann man es halt nicht ändern. So, Abfahrt. Ja, passt schon. Da brauche ich jetzt nicht gucken. So, wollen wir langsam anfahren hier. Ach ja, genau. Gegenrichtung fehlt und ja, wir haben eine Fahrplanfahrt gefunden und das ist ja auch schon mal eine Sache. Wo wir sonst auch mit dem ICE durchgefahren wären. 150. Genau, das kenne ich noch vom letzten Ding. Jetzt die Frage ist, ob wir bis Augsburg-Hochzoll noch so weit kommen. Ja, genau, also in die Gegenrichtung gibt es genau ein RB, aber ich vermute mal, da wird ein bisschen gemacht. So. Ja, für die Fahrgäste auch alle zugestiegenen Fahrgäste richtig zu bekommen. An Bord des DB Regional Express auf unserem heutigen Weg nach München. Ich wünsche eine angenehme Reise. Unser nächster Halt in Kürze, Augsburg-Hochzoll. Sehr leise, der Gute, ne? Also wenn ich mal ganz kurz in die Außensicht gehen würde, wäre das ein bisschen lauter. Aber es ja, ist schön hier mit dem, ja, also für die Grafikeffekte ist das halt tatsächlich echt, ist die Unreal Engine halt tatsächlich Gold wert verglichen mit dem, mit der Engine aus dem Train Simulator. So. Ich dachte, das hat nicht verplant, weil es sind halt langsam bei Geschwindigkeiten. Da tut das dann ein bisschen weh, wenn man sich verbremst, ne? Ich lasse das mal für den Zweck mal ganz kurz drin, damit ich nicht die ganze Zeit ein- und ausschalten muss. Oh, wir sind echt wieder massig zu spät, du. So. Ist es trotz, dass das Fenster offen ist? Bisschen besser ist. So, warte mal, den muss ich nicht bestätigen, aber wir müssen ein bisschen bremsen. Ja, wobei, ja doch, wir sollten langsam ein bisschen in die Eisen gehen. Boah, ich stelle mir jetzt auch vor, so Schneesturm und dann nachts. Oh, da können wir auch mal machen. Eine schöne Schneesturmfahrt. So, oh, das ist schon der Bahnsteig. Ups. Ja, aber da passt er tatsächlich. So, Pferdefahrgäste in Augsburg-Hochzoll, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, aber ein bisschen, mit dem Bremsen üben wir nochmal ein bisschen. Also wir fahren auf jeden Fall hier auf dieser abgetrennten Strecke, nicht für den Fernverkehr. So, aber schön, dass auch, wie gesagt, hier für Fahrten angeboten werden. Es gibt auch Güterzugfahrten. Ich habe schon mal geschaut, ob es für die Baureihe 204 vielleicht was gibt. Also für die Rangierlok haben wir leider nichts. So. Verspätung? Ja, gut, wir haben ein bisschen Verspätung. Erster Folgezug. Okay. Heißt ja, wir werden wahrscheinlich auch nicht unbedingt so viel Gegenverkehr haben, weil halt irgendwie so gefühlt die einzigen Fahrten sind, die es halt gibt. Was sagt denn eigentlich die... Genau, was sagt denn eigentlich dann der Anzeiger auf der Gegenrichtung? Nach Ulm Hauptbahnhof. Hat auch Verspätung. Das ist ja witzig. Guck mal, ich bin nicht der Einzige, der Verspätung hat, Mami. Ja. Es gibt noch andere Züge, die verspätet sind. Oh, ich finde das mit den Anzeigen einfach cool. Mag die Anzeigen. Das möchte ich mal kurz appreciaten. Die Anzeigen, das finde ich ein sehr, sehr geiles Feature.
So, okay, ich würde sagen, wir können. So, ich muss mal ganz kurz hier. Alter Latz, also wenn du hier aus dem Fenster guckst, ich kann mal überhaupt richtig rausgucken. Ja, ja, der passt schon. Ich mach mal zu. So. Verriegeln, beide verriegeln. So. Weil es müssen wir. Ich finde das schade, dass man diesen Blick nicht richtig aus dem Fenster machen kann. So. Jetzt wird es aber ganz schön voll hier, damit wir hier gemütlich abfahren können. Aber da fahren wir bestimmt unseren Zugchef, der das unter Kontrolle hat. So, 2 Minuten mehr Verspätung, aber. Ach ja, dafür sind wir sicher losgefahren. So, Mering, das ist ein bisschen. So, ein recht herzliches Willkommen hier an Bord unseres Regionalexpress auf dem Weg nach München Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. So, brauchen wir nicht ansagen, wo wir das nächste Mal halten, weil das ist ja noch ein bisschen hin. Okay, das wird tatsächlich echt schnell hell da vorne, aber gut, ist halt ein noch sehr bodennebeliger Morgen. So, wir dürfen 130, gut. Ich muss ein bisschen damit rechnen, dass wir. Hier sind 150, gut. Wir müssen ein bisschen damit rechnen, dass wir ein bisschen längeren Zug haben. Ach, guck mal, guten Tag, Kollege. Huhu. Da fährt er. Okay, wir fahren tatsächlich auf der abgetrennten Strecke. Ich weiß nicht, wer später dann, weil dann ja die S-Bahn fährt, ob wir dann auf das Fernverkehrsgleis geleitet werden. Also ich bin da tatsächlich echt mal gespannt. So, 150, das habe ich jetzt gerade leider nicht gesehen. Mering, es ist auch noch ein bisschen. 160. Okay, das heißt, wir können aber schön auf VMAX unsere Garnitur. Schauen wir mal, müsste. Ja, es steht jetzt nicht dran, weil es ist ja 160. Das passt schon. Boah, man müsste einmal so ein richtig, richtig schlechtes Wetter machen. Also da war eine Strecke, wo man nicht ganz so schnell fährt. Oder halt auf einer Strecke, wo man dann halt Sichtprobleme hat, die dann daraus resultieren. Das ist ja, glaube ich, eine interessante Sache. Ich meine, es gibt ja auch diese Einstellung Schneesturm hier im Transfer-Wetter. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr das dann sehen wollt oder nicht. Weil da muss man halt schon extrem angepasst fahren. Ja, ne, man fährt ja zwar nicht auf Sicht, aber es ist auch trotzdem die Sicht auf die Signale und sowas schon mal krass eingeschränkt. Ich vermute beim LZB-Betrieb nicht ganz so schlimm. Aber jetzt hier alles im Händisch überwachten, da kriegst du, glaube ich, auch dann die ganzen Bremskurven nicht mehr richtig hin. Also ich kann mir dann vorstellen, dass du dann echt Problem hast zu bremsen. Gerade, ja, wenn du dann halt erwarten oder auf 80 runter von 160... stelle ich mir dann sportlich vor. Also, ne, wenn ich dann eine Beeinflussung habe und ich muss dann von 160 auf 85 runterbremsen, das könnte tatsächlich schwierig werden. So, Mering, ich hoffe mal, wir kriegen das hin. Halbwegs zeitig, aber habe ich jetzt nicht so viel Vertrauen. Vor allem, wir sind echt auf Anschlag, ne? Also mehr macht die Locke ja auch nicht mehr mit. Die ist jetzt die ganze Zeit auf Zug. So. Ja, du bist auch ein Zug. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ah, es ist schon cool mit der Lichtstimmung, ne? Wie gesagt, noch so einen kleinen Ticken, so ein halbes Stündchen früher. So also einen leichten Sonnenaufgang haben und dem ein bisschen entgegenfahren, aber so ist hier das auch nicht zu viel über. Ja, richtig schön Schnee. Achtung, Vorsicht, Durchfahrt! Hier hält dann wahrscheinlich auch die Regionalbahn. Ich weiß nicht, Augsburg, S-Bahn, vermuten wir eher nicht, dann ist es tatsächlich was für die Regionalbahn, die dann auch die anderen Stationen bedient. 4,4 Kilometer. Wir kommen eh nicht schneller, ne? Das heißt, eigentlich können wir uns den Strom sparen, den wir hier dafür verbrauchen oder dafür aufwenden, einfach irgendwie verzweifelt die Geschwindigkeit zu halten. Ich meine, ja klar, wir können es uns eigentlich zeitmäßig nicht leisten. Aber ja, was willst du tun, ne? Oh, schöne Lichtstimmung schon mal hier von vorne. Oh. Ja, den habe ich nicht kommen sehen. Ist schön gewesen, wenn wir den irgendwie gesehen hätten. Naja, selber schuld, wenn man hier Streckenview machen möchte. So, verehrte Reisende, wir erreichen in Kürze Mering. Der Ausstieg ist
Weiß ich tatsächlich leider nicht. Ist ein Fahrtrieb. Ja, es ist gerade hier wieder ein Mittelbahnsteig gewesen. Ja, ist schwierig rauszufinden. Aber krass, dann hier trotzdem überall anzuhalten, ne? Ich glaube, S-Bahn ist das nicht. Na gut, das ist alles ganz interessant. Ich habe mich für den RE-Dienst entschieden, weil ich dann doch in Richtung München fahren wollte. 1,6 ist noch ein bisschen, ne? So. 1,4, ja, aber dann gegen Ende wird es wieder so knapp. Ich weiß nicht, mit dem Bremsen. So, da vorne dürfte es noch ein Kilometer sein, habt ihr ein Signal. Da kommen wir mal ein bisschen hinter Eisen. Beziehungsweise erstmal geht es ja nicht aufs Eisen, sondern erstmal geht das ja auf die Stromrückgewinnung. Ah, die Siefer natürlich nicht vergessen. Gut. So, Pferdereisende in Merina aussteigen, fahren Richtung links. Das ist aber eine große Anlage hier tatsächlich. So, vorsichtig einfahren. Ich unterschätze immer so ein bisschen die Bahnsteiglänge. Wahrscheinlich noch von der S-Bahn vorher. Oder sind das die gleichen Längen? Das weiß ich halt nicht. Ich meine, eine Doppeltraktion 423 wird schon kürzer sein. Vor allem auch weit weniger Fahrgäste transportieren können jetzt als wir. Ach ja. So, räumen wir mal ganz gemütlich ein. Wie sie es gehört, mit einer Portion Verspätung. Ja, ein bisschen weit hätte er schon halten können für die Leute. Hallo? Ich bremse. Ja, komm, jetzt ist mal gut hier. Gedacht, ich könnte gemütlicher für 4,7 Bar dann noch den Rest runterbremsen, aber scheint nicht so zu sein. Ach komm, ich lasse das jetzt mal mit dem Aufstehen. Hier ist dann die Schnellfahrstrecke. Okay. Wobei ich jetzt 160 auch nicht wirklich langsam finde, ne? Ich vermute mal, dass da dann noch keine LZB verbaut ist. Hey, schon schöne, schöne Bilder, die man hier aufnehmen kann. Das ist fantastisch. Ja, guck mal, aber der Takt ist genau. Die RB nach Dinkelscherben. Genau, das ist es nämlich. Das ist dann nämlich das andere, was man hier noch fahren kann. So, würde sagen, wir können, ne? So, zurückbleiben bitte. Wunderbar. So, Abfahrt. Wunderbar. Halt man das nächste Mal. Ach, schon bin ich im Parsing. Ui, jetzt haben wir den großen Part vor uns. Gut. Oh, ein bisschen Geschwindigkeit hier aufbauen. Sehen wir irgendwo, wo wir hingeleitet werden. Und ich spoilere mich mal nicht. Ich vermute mal bis München-Parsing und dann dahinter der S-Bahn hertuckeln. Das ist nicht der Plan. Aber es ist egal. So, und herzlich willkommen auch an alle zugestiegenen Fahrgäste hier im Bord unseres Regionalexpress nach München. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Hoffe ich mal. Wenn er nicht so voll ist, was aber, glaube ich, aufgrund der Kapazität vielleicht schon immer mal vorkommt. Naja, schauen wir mal. Ja, ich glaube, wir haben ja später dann tatsächlich nur die Unterscheidung zwischen den zwei S-Bahn-Gleisen und hier da links, also zumindest in unserer Fahrtrichtung links, unser Fernverkehrsgleis. Ja, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nee, Quatsch. Aber boah, das wird aber schon ein heftiger Geschwindigkeitsunterschied. Wir fahren ja 150 und mit dem ICE in der Folge am Donnerstag, ich glaube, da konnten wir auch locker 230 war, glaube ich, vor Max. Ja, auf jeden Fall halt schon einiges mehr als hier mit unserem RE-Gespann. Ach ja, war da nicht mal was irgendwie mit dem München-Nürnberg-Express und dann mit den, die mit ETCS ausgerüstet sein müssen und VMAX 200 und so ein Stuff. Ich glaube da, ach ja, ich glaube da gibt es jetzt, ach ich bin da mega uninformiert, also da fuhren ja eine Weile lang irgendwie ausrangierte Intercity-Wagen und dann war da glaube ich die Doppelstock-Triebzüge von Skoda, die dann für 200 zugelassen sind, ja, auf der Strecke fahren können, irgendwie sowas war da doch. Ach ja, habe ich auch mal Dokus drüber gesehen, das war schon ein bisschen her.
weil ich jetzt auch nicht damit gerechnet habe, dass ich das Wissen mal wieder irgendwo anwenden kann. Ach ja. Ja, schön hier. Oh, schön, auch eine Kurvenlage hier. So, was ist mit der Sonne da denn los? Wirkt auf mich jetzt erstmal sehr seltsam, aber okay. Was willst du machen? Ich glaube, wir werden hier auf unserem Gleis da auf ewig versauern. Und wir kommen nicht auf 160. Das ist halt echt... es geht doch leicht bergauf. Ja, da kann natürlich ein Grund sein. Gut, ja, wenn er jetzt von Ulm kommt, dann, wie gesagt, hat er auch ein bisschen Steigung hinter sich. Wenn vielleicht auch in die andere Richtung. Ist doch, glaube ich, dann... Ja, es müsste er so rum sein. Ja. Wann haben wir denn da Ankunft? So ein bisschen. Ja, es war jetzt auch unsmart, erstmal aufzunehmen, ne? Ja, ist mega unsmart. Ich gehe ja gerade immer noch auf Abendessen. Ich habe irgendwie immer noch Hunger, aber es ist immer noch nicht gegessen. So, Vorsicht, Achtung. Hier ist eine Maschine für den RB. Für die RB ist die Regionalbahn und der Regionalexpress. Ja. Ich weiß es doch auch. Aber ich glaube, das ist jetzt als Regionalbahnstrecke. Halte ich das jetzt für eher uninteressant. Also, ich habe mal ein bisschen durchgelesen, was ihr so auch von der Strecke haltet. Mal ganz interessant. Es gibt natürlich viele Leute, die das konstruktiv bewerten. Mit konstruktiv meine ich nicht gut, sondern einfach nachvollziehbar. Ja, und andere unnachvollziehbar oder vor allem vielleicht ein bisschen sich im Ton vergreifen. Das ist halt normal. Das ist ja nicht nur eine Sache, die dann, weiß ich nicht, ja, schriftlich in den Kommentaren vollzogen wird, sondern das gibt es dann auch gerne in Videoform, dass Leute das irgendwie unkonstruktiv zerreißen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch 30 Euro für die Strecke ausgegeben, so ist es nicht. Heißt, ich überlege auch immer, ist das jetzt das Geld wert? Ja, nein, vielleicht. Da muss man auch immer ein bisschen abwägen. Nicht nur eben, wie ist die Umsetzung von der Strecke, sondern habe ich überhaupt Spaß an einer Art, an so einer Art von Strecke. Und ich glaube, das ist eher was, was ich nicht so gern und häufig fahren wollen würde. Ne? Also, weiß ich nicht, privat vielleicht eher weniger, weil du hast... Also, die S-Bahn können wir mir fast noch vorstellen. Aber jetzt hier so ein Gefühl 300 Kilometer geradeaus, 160er Regionalexpress... Ja, ne, ich bin einer, der hat da gerne PCB-Einsatz, hier bremsen, da nochmal anhalten, hier langsam fahrstellen, hier in den Kurven, ja, so sowas, damit kriegst du mich voll. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass sowas irgendwie, weiß ich nicht, wenig erscheint. Also im Rahmen halt der Isle of Wight dann eben auf, ne, hier, was wollte ich sagen, auf britischem Boden eben ein bisschen umgesetzt, aber ja, ne, für den deutschen Bereich gibt es sowas scheinbar eher weniger. Wäre ein bisschen schade, aber kannst du natürlich nichts machen. Andererseits, warte, ich will mal ganz kurz, ich muss mal hier ein bisschen da, das einmal so. So, dann hat er seine persönlichen Präferenzen, was er cool findet und was nicht. Deswegen, ne, ist das halt immer, da kannst du nicht viel dran ändern. Ja, ist gut. Ja, was ist denn noch so gewesen? Was ich, habe ich ja auch in dem letzten Video schon angesprochen gehabt, die Wahl der Strecken an sich. Also, was wurde gebaut? Warum schon wieder eine Strecke, die es denn schon für Railworks gab? Warum, wieso? Ich glaube, das kommt ein bisschen daher, dass die Leute ja nach ICE-Strecken gegeiert haben. Also in Trains in World 1 war ja lang die Forderung nach einer ICE-Strecke oder überhaupt Fernverkehr. Gab es ja alles nicht. Da haben sich Leute ja den Doppelstock, die Doppelstock-Regio-Wagen zu einem Intercity 2 umgebaut und sowas, was es nicht alles gab. Aber ne, dass es den ICE gab, den gab es dann halt eben auf Köln-Aachen und jetzt eben auch auf dieser Strecke. Weil danach eben auch sehr laut geschrien wurde, vermute ich mal. Man muss es auch mal ein bisschen abwägen, was die Leute kaufen, wofür sich die Leute interessieren. Weil, wenn du entwickelst halt vor allem, wenn du jetzt richtig großer Entwickler bist, so, ach guck mal, ab hier fährt dann die S-Bahn, oder? Ich glaube ja. Wenn du eben Entwickler bist, der das dann für... der es halt groß im Stil macht, bist kein privater Entwickler, sondern du machst das halt ein bisschen größer.
hast du natürlich, steht hinter allem auf jeden Fall das finanzielle Interesse. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Sorgt leider halt nicht immer dafür, dass du coole, innovative Produkte hast, aber herzlich willkommen in einer Marktwirtschaft, ne? Kapitalismus, so läuft das halt eben. Und ne, normalerweise, wenn man das siehst du anders sollte, hat es halt eben so sein, dass dadurch dann auch so ein bisschen die Qualität des Add-ons erhöht wird, weil du dadurch ja bis auf die Kunden auch hören musst, was wollen die denn haben. Ja, ne, und ich glaube, das ist so ein bisschen Grund für die Strecke. Ich habe mir auch neulich mal ein Interview angeschaut, wo einer bei Dovetail Games zu Gast war. Und da ist natürlich auch immer so ein bisschen die Abwägung, was lässt sich halbwegs unproblematisch umsetzen. Das kann ich auch voll ganz nachvollziehen. Ne, wenn ich, sagen wir mal, eine Strecke in der Hälfte des Aufwandes hinbekomme als andere Strecke, dann kann ich die eine ja nicht doppelt so teuer verkaufen. Ne, das ist halt die Abwägung dahinter. Von daher muss es natürlich auch so sein, dass die Strecken halbwegs okay, halbwegs einfach zu bauen sind. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja, deswegen ist es halt die Wahl hier drauf gefallen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist das Argument, dass man sagt, dass das jetzt in irgendeiner Form abzocke oder sowas, weil die gab es auch schon mal. Nee, das wäre es jetzt gewesen, wenn man zum Beispiel für die Add-ons aus Trains of World 1 hier nochmal Geld ausgeben hätte müssen. Das hätte ich jetzt also empfunden, wenn da nicht viel geändert wurde und du für den gleichen Content quasi nochmal Geld bezahlst. Jetzt ist hier die Strecke komplett neu erstellt worden, das ist eine neue Engine, ein komplett neues Spiel. Das heißt, ich vermute mal, die Anzahl der Sachen, die du wiederverwenden konntest, vor allem, weil ich vermute auch mal sämtliche Schienen, Infrastruktur und alles, das musstest du, denke ich, schon neu bauen für die Trains of World 2 Version. Verglichen eben mit Railworks. Also ich glaube, dass da nicht sonderlich viel übernommen wurde und entsprechend ist das schon nochmal eine neue Route und im Endeffekt war das wahrscheinlich einfach was, was damals schon beliebt war, was die Leute eben haben, sehen wollten. Ja, ne, ich brauche das jetzt auch nicht verteidigen. Ich meine, ich kann ja auch sagen, was ich will, aber es ist auch so ein bisschen, ich habe auch immer so ein bisschen dadurch, dass ich auch aus der Softwareentwicklungsebene komme, Ecke, nicht Ebene, dann habe ich immer so natürlich so ein bisschen den Blick auf die andere Seite, nämlich diejenigen Leute, die halt eben Programme, Software, Spiele erstellen und nicht nur eben die Konsumentensicht. Deswegen, ja, kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, was das nicht heißt, dass ich das gut heiße und cool finde. Also es ist nicht eine ordentlich gemachte Strecke. Das ist der Fall. Du hast auch vor allem auch diese Querkompatibilität zu den anderen Fahrzeugen. Das finde ich wieder eine coole Sache, dass das weiterverfolgt worden ist. Wird jetzt aber aufgrund ihrer Charakteristik ganz lang, ganz geradeaus eher nicht mein Favorite, sondern kommt auch die S-Bahn. So, wird deswegen wahrscheinlich unbedingt nicht mein Favorite. Deswegen, ich warte halt echt noch auf so schöne kleine Nebenstrecken. Und zwar auch nicht sowas wie irgendwie hier Aschaffenburg, Gedöns, Bahn, da auch relativ schnell, sondern so richtig schöne, ganz kleine, bummelige Nebenstrecke. Aber das ist, wie gesagt, was Persönliches, das muss man ein bisschen trennen von der objektiven Bewertung eines Add-ons. Kann man sich natürlich auch als YouTuber nicht davon frei machen. Man ist immer subjektiv in dem, was man sagt. Aber ja, manchmal denke ich mir, Leute, sei ein bisschen nachdenken, ein bisschen eine Objektivität, das hat, glaube ich, auch keinem geschadet. So ein bisschen, vielleicht nicht so krass eigene Meinung mit allem vermischen. Aber das kann ich mir schon letztes Mal ein bisschen schwierig. Ich würde auch von mir selber nicht behaupten, dass ich das gut hinbekomme. Deswegen, ja, das ist von allen Einforderungen ein bisschen schwierig. Aber hey, ach komm, es geht bergab, wir sind ein paar km/h schneller. Fantastisch. Ich glaube, das könnte sogar was werden mit München-Pasing, dass wir halbwegs pünktlich da sind. Ja, wir rauschen jetzt überall durch, wo wir mit der S-Bahn neulich gehalten haben, ne? So is it. That's life. Oh, da, ah, haha, 100. Ne, muss ich nicht bestätigen, aber ich muss bremsen, sonst kriege ich einen auf den Dötz, weil diese komischen Geschwindigkeitsmagneten wahrscheinlich wieder da sind. Also diese, die deine Geschwindigkeit überprüfen. Ne, muss ich nicht bestätigen, ich weiß, aber es gibt ja diese, ich habe die Namen schon wieder vergessen, die überprüft, wie schnell du fährst. So, das sind 100, ja. Und die habe ich ja schon mal versemmelt. Viele immer Leute, die das Gefühl zum 100. Mal mir in den Kommentaren nochmal berichtigen, aber mein Kopf ist halt leider eine begrenzte Kapazität. Jetzt eben nicht nur auf meinen Kanal Simulation bezogen, ich mache auch noch andere Sachen, Bus und Kram. Und einer, der sich jetzt nur mit Train Simulator richtig hart auskennt, der weiß natürlich mehr als ich. Das ist der ganz normale
Angelegenheit. Da mache ich auch niemandem was vor. Ich habe auch, glaube ich, noch nie versucht, den Eindruck des so 100, das passt, noch nie den Eindruck des überkompetenten YouTubers vermittelt. Werde ich auch nie tun. Entsprechend, ja, ne? freue mich immer gerne, wenn ich da berüchtigt werde, natürlich auch da wieder in einem Ton, der nicht im Unterton verlauten lässt. Voll blöd, ey, Spacken, er weiß doch gar nichts. Ja, ich weiß nicht, ihr denkt mir halt, ihr werdet doch auch nicht gerne so angesprochen, angeschrieben, aber mit der Zeit kommt man irgendwie voll damit klar, man weiß entweder, wie das gemeint ist, und wenn man nicht weiß, wie es gemeint ist, dann, ja, hast du sowas auch schon zum 20.000. Mal gehört. Und das ist ja noch das, sagen wir mal, angenehmste an negativen Sachen, was man zu hören bekommt. Dieses teilweise in einem besserwisserischen Ton verbessernde, das ist ja noch das wirklich am, das ist ja noch das Okayeste von allem. Ja, man hat in den Jahren schon so viel gesehen. Das klingt aus wie, das klingt wie so ein Veteran. Irgendwie so, oh ja, was ich nicht in den ganzen Jahren schon alles gesehen habe. Ja, ja. Aber so ein bisschen ist es so. Man macht das ja schon ein paar Jahre. Also ich für meinen Teil jetzt. Ich klinge aber voll wie so ein alter Oppi einfach, ne? Ja, ja, ich mach das schon. Hab da alles gesehen, was man da sehen konnte. Ich hab alle Trends, hab ich schon überdauert. Ich hab auch meinen YouTube-Kanal. Auch schon seit, ja, ja, schon so lang und bisher hab da mich nie die modernen Kram da angepasst. Ich mach da einfach mein Zeug, ja, ja. Ja, die modernen Sachen, das hab ich mich immer dagegen verwehrt. Nee, nee, so was machen wir da nicht mit. Deswegen zeige ich seit 65 Jahren zeige ich OMSI. Ja, was das nämlich noch richtig ein Simulator ist. Nicht die modernen Spiele da. Da komme ich mir manchmal wirklich vor, ohne Witz. Ach ja, na, du brauchst, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Konstante auf YouTube. So nicht ganz einfach nur jeden modernen Trend mitmachen, sondern einfach so ein bisschen ja, die Konstante, die das ja, ein paar Trends einfach mal überdauert. Weil das gibt es da, glaube ich, nicht nur auf Creator-Seite, das ist auf meiner Seite jemand, der so ein bisschen das Ganze sehr ursprünglich sieht, sondern das gibt es dann auch auf Seiten der Zuschauer und ja, um das halt abzudecken, dafür bin ich dann halt da. So, ich wollte das jetzt nochmal hier zumachen. So. Wunderbärchen. Heute freut mich auch der Scheduling-Algorithmus wieder unfassbar, der von Windows, aber ja, da möchte ich jetzt nicht großartig noch das Fass hier aufmachen. So weit ist er denn noch? 5 Kilometerchen noch. Ja, Gott, da ist er bald. So, zum Thema pünktlich. Das war bestimmt das einmal abbremsen auf die 100. Ja. Gut. Aber München Parsing. Ach, guck mal. Da ist ein Kollege. Uiuiui, da draußen ist aber schlimmes Bild. Naja, gut. So, aber kommen wir dann. Habe ich da ein Schild verpasst? Na nee, gut. Das hat man auch im Fernverkehr ganz gut gesehen. Deswegen hoffe ich mal nicht, dass ich da jetzt irgendwie so eine. Vielleicht so ein Zwangsbremsungsdingens da einleiten muss. Naja, was wollen wir da machen, ne? Außer unsere Fahrgäste gleich mal darauf hinweisen, dass wir in Kürze München-Parsing erreichen. Das ist bestimmt Übergang zum Fernverkehr der Deutschen Bahn. Sowie zur S-Bahn. Ja. Ne, verabschieden tue wir euch jetzt nicht. Also verabschieden tue ich euch jetzt nicht. Ach ja. So, der S-Bahn. Ja, einige Kollegen. Ist ein bisschen mehr losgefühlt, als wo wir S-Bahn gefahren sind. Ja, 76 Kilometer, es ist mir recht Wumpe. So, was haben wir hier? 130? Ich fahre doch aber nicht darüber. Nee. So, jetzt sind es nur noch 2,3 Kilometer. Da könnte man mal langsam in der Bremsung einleiten. So, 1,9. Nee, brauchen wir echt noch nicht. Wir haben noch ein bisschen Platz. Ich meine, wir haben echt keine Zeit. Also laut Fahrplan. Und ich habe Hunger, das ist das Nächste. Mich interessiert das auch irgendwie nicht. Ja, es ist schön. Ne? So, ich wünschte, mich würde auch nicht interessieren, dass ich Hunger habe. So, das ist nicht unser gelbes Signal. Habe auch gehört, dass in dem Dev-Stream angekündigt wurde, dass ich diesen Lags angenommen wurde. Und auch vielen anderen Bugs, also dass da tatsächlich ein Zufall Updates kommen. Ich glaube, Mitte der Woche oder Ende der Woche kommt auch nochmal so ein Roadmap-Update, dass man quasi mitbekommt, was denn da so
wieder Neues kommt, also was gerade so in Entwicklung ist, würde mich auch interessieren. Schauen wir mal. Ich glaube, die Preserve Collections ist bald auch alles durch. Ja, da dürfte auch nicht mehr allzu viel kommen. Naja. Aber fette Fahrgäste in München-Parsing, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, da ist die S-Bahn. Wo halten wir denn? Ganz da vorne. Kann nicht sein, dass ich das nicht sehe, dass ich ganz gerne hier hinten halten würde. Ich bin doch kein Fernverkehrszug. Ja. Heute im Abschnitt A bis C wahrscheinlich. RE nach München Hauptbahnhof. Heute in Abschnitt, ja, am anderen Ende des Gleises. Ich finde das nicht gut. Weil das ist ja so wirklich nur für die, weiß ich nicht, gefühlt Doppeltraktion ICE3 oder sei es jetzt irgendwie der ICE1, ist auch recht lang. Oder die neuen hier ICE4, 14-teilige, glaube ich. Ja, halt die langen Vollzüge hier da irgendwie hinzubringen, das ist ja nicht für so ein Schmuh hier gedacht. Also wenn man sich das mal anguckt, das ist ja, Leute, komplett im Nichts hier, ne? Gut, man darf sich die Länge vom Zug auch nicht unterschätzen, aber hier kommt C, D, E und das ist der überdachte Bereich, ne? Gut, hier will ich auch nicht mehr halten, aber ich hätte jetzt hier gehalten zwischen da E und oder da, wo hier ist, dann wahrscheinlich dann der Vorderbereich vom Zug. Naja, wie viel sind wir zu spät? Nur eine Minute, das ist ja fantastisch. Dinkelscherben, ey. Gut, ich glaube, wir dürfen. Verriegeln, zurückbleiben bitte. Wunderbärchen. Pling und Abfahrt. Achso, nee, nicht 9. 8 wollte ich drücken. Sorry, das war selbst für mich ein bisschen laut. Naja. Ach, das ist echt noch so weit. München-Parsing ist so weit außerhalb. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen auf die Tube drücken hier. Ja, guck, mit der S-Bahn war es tatsächlich auch noch ein paar Meterchen. So ist es ja nicht gewesen. Gut. Oh, dann fahren wir mal richtig schön in den Kopfbahnhof ein. Also mal bis zum Ende durch. Den haben wir bisher nur aus weiterst wegliegenden Perspektiven gesehen. Also mal eine neue Perspektive. 130 hatten wir. Oh Gott. Das ist bei 100. Ja, es ist noch ein bisschen. Wie gesagt, ich glaube, unsere Lok wird auch recht beschäftigt sein. Das ist nicht unser Signal. Ja, nicht Signal, unser. Wir gucken einfach mal ein bisschen. Ach, man fährt ja noch mal recht schnell. Ist recht gut ausgebaut. Wir haben unfassbar viele Gleise hier auch, ne? Und das haben wir auch gesehen, wir waren größtenteils auf dem Regionalgleis. Dann hatten wir parallel zur S-Bahn unser eigenes für den Regionalverkehr. Oh, das ist auch schön. Ja, guck mal, schön mit der Durchfahrt. Oh, fantastisch. Hatten wir das und dann am Ende sind wir kurz auf das, ich sag mal, Fernverkehrs-200er-Gleis geleitet worden. Und dann war es eben nur noch viergleisig für die S-Bahn und für uns. So, 4,6. Gut. Ja, die Fahrgäste haben jetzt keine Begrüßung mehr bekommen. Die paar Meter da, das ist. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Und wenn, dann hinten. So. Wieder was gelernt hier. Gut. Ja, man sieht aber, dass es langsam heller geworden ist. Also, wir waren jetzt aber auch eine gute 40 Minuten unterwegs. Das muss man ja auch sehen. Mit dem ICE war man einen Ticken schneller. Das ist meine Meinung. So, 3,8. Ja, aber wir haben da bestimmt ein haltzeitendes Signal. Also, ich glaube nicht, dass wir da zu viel selber gucken müssen. Weil Kopfbahnhof, dann brauchst du schon, musst du da schon einfahren mit bisschen Beeinflussung, sonst rauscht dir wirklich noch einer irgendwann dadurch. Das geht ja auch nicht. Ne, das ist, glaube ich, schon offiziell rot dann am Ende. Boah, ich bin lange nicht mehr im Train Simulator in den Kopfbahnhof eingefahren. War das letzte? Fühlt doch gar nie. Ja, aber da ist dann bestimmt ein
Mal gelb und dann ist rot und dann hier sehe ich doch schon wieder was. So, auf wie viel müssen wir denn runter? Auf 60. Okay. Gut, dann. Oh, erstmal mit der 85. Das war ja doch recht krass. Und das hatte ich immer vergessen. Also nicht immer vergessen, das habe ich immer mal falsch gemacht. So, dann sind wir unter 85, dann ist das schon mal kein Problem. Da können wir mal ein bisschen rollen. So, vierte Frage, sind wir erreichen im München Hauptbahnhof auf Gleis 14. Bitte beachten Sie, diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Es besteht Übergang zum Fernregionalverkehr der Deutschen Bahn. So, 40 haben wir hier. Gut. Dann, aber ja, erstmal 60, ne? Das heißt, hier können wir erstmal ein bisschen fahren. Okay, dann wird so quasi langsam die Einfahrt gemacht. Hier rechts ist dann wahrscheinlich die ICE-Wartungshalle. Danke für den kurzen Lag, liebes Spiel. Ja, dann rollen wir da ganz gemütlich ein. Das heißt, gut, den Endbahnhof kann man nicht verpassen. Es ist schon beeindruckend mit den vielen Gleisen einfach hier lang, ne? Das ist schon krass. Auch hier sind die 40. Ups, sorry. Darf ich mich denn mal befreien hier? Noch kein Haltzeichen gekriegt. Ja, wahrscheinlich ist die 40 wegen, dass nicht irgendwie, dass du immer langsam fährst und dann bei die Weichen und alles, damit das da irgendwie so wahrscheinlich. Das ist auch nicht mehr allzu weit. Ja, gut, das sind Kilometer mit 40 Tuckern, ist halt auch so eine Sache. Naja, das willst du machen. Da bleibt es dann nichts anderes übrig. Oh, das erinnert mich an den, oh, das war krass. Letztes Jahr, als wir mal mit dem Zug aus München umgestiegen und der Zugchef, alter Latz, richtig tiefste Bayer, der die Ansagen doch gemacht hat, alter Finne. Das war interessant. Ich hab schon fast nicht verstanden. So. Passt das da vorne? Ja. Nee, wir haben tatsächlich keine Rotankündigung, kann es sein? Wir sind dann 30. Das muss ich ja nicht, das ist ja nicht beeinflusst, ne. So, was mit 30? Achso, kriege ich dann hier eine Bremse, wenn ich nicht bei 30 bin? Ne, okay. Vierte Frage, ist der Ausstieg in Fahrtrichtung links? Weiter, ey, was, jetzt da reinfahren oder so? Krass. Gut. Müssen die Leute ihren Zug wohl unter Kontrolle haben. Da fahren echt recht weit außen ab, ne. Ich glaube, die Regionalbahn nach Garmisch-Partenkirchen nach Innsbruck fährt der ganze wieder links ab. Da sind wir da mal gewesen. Ist wie gesagt schon jetzt über ein Jahr her. Aber eine schöne Fahrt. Über die Werdenfelsbahn ist das erste und danach dann die Garmisch-Partenkirchen nach Innsbruck. Ich weiß es. Wenn man es mir jetzt sagt, dann denke ich mir, jopp, genau, das war's. So, jetzt wollen wir mal meine grandiosen Bremsskills hier unter Beweis stellen. So, Ausstieg links. Wunderbar. Gut. Dann haben wir da doch. Oh, schönes Bild hier zu Ende, ne? Mit den beiden Kollegen hier im Bahnhof haben wir vielleicht noch eine Abfahrtstafel im Blick. Ne, weil die fand ich aber ganz schnieke. Alter Latz. Oh, mal dem IC aber ganz schön Konkurrenz hier, du. Nicht schlecht. Ist, wo ist die nächste Abfahrtstafel? Ach, die sind hier vorne. Ach, guck mal, wir werden dann zur RB nach Dinkelscherben. Cool. Also vielleicht. Weil ich echt nicht weiß, ob die so mit dem Fahrzeug gefahren wird. Da bin ich mir nicht sicher. Naja. Auf jeden Fall würde ich sagen... Ah, ist ein schönes Endbild. Das gefällt mir. Fertig hier. Türen verriegeln. Was passiert dann? Kriege ich Bonus oder so? Ja, diese komischen AP, die habe ich eh nie verstanden. Die will ich auch gar nicht haben. Ah, guck mal, das sind echt die ganzen ICEs. Das ist cool. Ich mag die Anzeige. Aber unter der Geschwindigkeit größtenteils. Gut. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder beim Let's Play von Trains in World 2. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.